So, ich würde sagen, ich suche mir jetzt einen Hack. Ein richtig. Okay, vergessen wir den alten Hack. Ich glaube, ich breche Super Mario World 2 plus 3 ab. Eiskalt. Und fange jetzt etwas richtig Episches an. So, ich muss nur mir irgendwas ausdenken, was richtig gut ist, aber. SMW DLC Cinnamon Hills. Das ist kurz, aber gut. Das ist kurz, aber gut. Er heißt Super Mario World DLC und ich habe das auch schon mal gespielt gehabt. Können wir Speicherdatei löschen. Ihr müsst euch vorstellen, Super Mario World, nimm meinen. Ich nehm deinen nicht. Spiel deinen, mach deinen erstmal fertig. Dann haben wir den in. Dann können wir wirklich sicher gehen. Guckt selber nochmal drüber, macht die Dinger fertig, dann spielen wir es beim nächsten Mal einfach. Dann gehen wir jetzt einfach wirklich davon aus, dass er beim nächsten Mal perfekt wird und nicht jetzt schnell hingeklatscht. Also, weiß ja, was ich meine, ne? Guck da lieber einmal drüber. Du meinst, du bist ja noch nicht ganz fertig. So. So, also, das ist ein DLC für Super Mario World, ein Download-Content. So, natürlich ist es ein Hack, ein kurzer Hack. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch vor, Super Mario World ist auf Steam erschienen. Und dann gibt es für nur 1,49 € einen Download-Content, der ein paar Extra-Levels hat. Und das haben wir jetzt, und das spielen wir jetzt. Bowser is plotting to take over Cinnamon Hills. Voll cool. So, der Hack hat anscheinend ja nur 5 Levels oder so, wie wir gerade eben gesehen haben. Und so sieht das aus. So, und es ist halt im Super Mario World Stil gemacht. So, es, nee, nach links können wir nicht rennen. So, also wenn Super Mario World noch ein paar extra Levels hätte, außer diese 96 Exits, die es ja an sich schon hat, dann würde es so aussehen. Ach, das Ding, oh fuck, ist wieder lebendig geworden. Gut. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich kann ja versuchen, die Yoshi-Coins. Ach nee, fick auf die Yoshi-Coins, ganz ehrlich. Die neuen Super Mario World. Nicht Super Mario World-Spiele. Die neuen Mario-Spiele sind ja so mit den 3 Star-Coins immer. Und die sind ja so gebaut, dass du die irgendwie nehmen musst, sammeln musst, damit du irgendwelche coolen Sachen freischaltest. Hier ist das scheißegal und genauso behandle ich die auch. So, das Interessante an diesem Level ist, es hat gar keine Power-Ups. Also bis jetzt. Wäre mal geil, wenn wir mal irgendwie einen Fragezeichenblock finden. Na toll, ich muss auf die Seite. So, jetzt herüberkommen ist jetzt so eine andere Kiste, ne? Oh, das war gar nicht einfach. So. Ach, hier gibt es ganz viel Geld. Yeah, ist ja toll. Okay. War es ja bestimmt voll wert. Oh yeah. Auch Menno, er wird kein Toro-Mario spielen. Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir den Hack mal anschauen, ein andermal, damit ich überhaupt mal weiß, womit ich es da zu tun habe. Vielleicht beim nächsten Mal. Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal den Hack hier durchspielen. Alle Super Mario World Hacks warten auf, von mir gespielt zu werden. So, und genau so. Ach du Scheiße, mache ich das. Da kann man auch rein. Oh, unser erstes offizielles Power-Up ist leider nur ein Stern. Aber es ist ein Item. So, damit können wir noch mehr Leben machen. Nämlich noch ein Leben. Immerhin spielt er die Sachen, worauf er Lust hat. Spiel es selber, wenn du es so sehr magst. Ach so, ach, Arndt beschützt mich. Arndt verteidigt mich. Das ist bei mir nur so. Oder leckt der Stream alle 27 Sekunden einmal? Wow, ganz ehrlich? Wenn es so ist, wie du es beschreibst, ist das voll gut. Wenn er echt nur alle 27 Sekunden einmal leckt, kurz, ist das, glaube ich, noch ein bisschen besser, als ich es mir erhofft habe. Weil mein Stream eigentlich wie Scheiße lecken soll. Tut mir leid. Dass es so leckt, wirklich. Tut mir echt scheiße leid. Ich weiß nicht. Kennt sich irgendjemand von euch mit Streaming aus? Wahrscheinlich nicht. Was für Einstellungen ich treffen muss, um dann eine gute Qualität, aber gleichzeitig auch keine Lags rauszuhauen. Ich habe kurz. Also, ich hatte eben ganz am Anfang gestreamt. Und habe den kurz ausgemacht und wieder an. Also, als er beim ersten Mal an war, war die Qualität noch viel schlechter. Habe ich die richtig runtergestellt. Es hat aber nichts gebracht. Es hat immer auch geruckelt. Deswegen dachte ich mir, ja, komm, wenn es schon ruckelt, dann kannst du die Qualität auch raufstellen. Wie komme ich denn da hin? Ich dachte jetzt, dass eine Blase da ist und naja, irgendwie nicht. Also tut mir leid mit den Lags. Ich hoffe, es ist immer noch erträglich.
Mit welchem Programm streamst du? Mit XSplit. Ich weiß nicht, ob du vorhin da warst, aber ich dachte mir, also ganz am Anfang dachte ich mir, okay, irgendwie ruckelt das. Ich mache jetzt mal OBS an und versuche damit zu streamen. Aber das Programm lässt mich nicht streamen. Und ich weiß nicht, warum. Die sagen mir irgendwie unautorisiert. Und ich sag denen dann, ey, komm, behandelt mich mal nicht so wie Dreck. Aber die nehmen da keine Rücksicht. Das ist jetzt nicht einfach, was ich hier mache. Wo bin ich? Ach, ich bin da oben. Ah, nein. Ach, fuck, ich hab's verkackt. Schade. Oh, ich habe eine Ranke gebaut. Gehen wir mal da hoch. Okay, vorsichtig, vorsichtig und rein da. Also ich weiß, es sollte, denke ich mir zumindest selbst, es sollte weniger ruckeln, wenn ich mit OBS streame, anstatt mit XSplit. Aber wenn es hier nicht mal funktioniert, habe ich auch keine Ahnung. Also bei mir nicht funktioniert. Ich werde jetzt nicht vorwerfen, das ganze Programm geht gar nicht. Das wäre irgendwie blöd. So, ich weiß nicht, ob das Level ein Secret Exit hat. Es ist ja immer ein Geisterhaus. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier rein. Versuche jetzt mal ganz schnell den ersten Raum durchzurushen. Bis jetzt gefällt mir der gut. Ich habe den ja schon mal gespielt. Ist schon ewig her. Deswegen weiß ich das auch gar nicht mehr. Aber aus meiner Erinnerung wusste ich noch, das ist ein guter Hack. Weil er fühlt sich sehr Super Mario World-like an. Na, ich weiß nicht, welche Einstellung du hast, aber passt schon. Shit. Ich weiß auch nicht, welche Einstellungen ich habe. Das Problem ist, im Stream selber darf ich ja nicht editieren. Also umstellen. Jetzt muss ich alles außerhalb machen. Das heißt, ich müsste mal vielleicht ein Video machen oder so und dann um Hilfe bitten. Falls du dich da auskennst. Ich weiß ja gar nicht, wer da über sowas Bescheid weiß. Ich weiß nur, dass ich es nicht tue. So, ach komm, ihr Geister. Tötet mich mal nicht. Ich bin nämlich fast da. So, das ist eine gute Gelegenheit. Und rein da. Red doch mal mit Adrian. Wo bin ich denn hier gelandet? Adrian streamt auch lagfrei. Aber Adrian hat auch eine gute Internetleitung, nehme ich einfach mal an. War ich nicht irgendwie gerade schon irgendwie hier? Und das bringt mir gar nichts, in diese Tür reinzugehen, weil da habe ich nämlich schon fast den Eindruck. Okay, warte, wir benutzen das irgendwo anders. Warte, ich weiß, dass neue Sachen im Chat stehen, aber wenn ich jetzt da reingucke, bin ich tot. Weil ich muss auf diese Geister achten. Aber es bringt mir nichts. Ihr merkt, ich glaube, mein Hack ist fertig, spielst du ihn danach? Kann ich machen. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, wie du ihn mir am besten zuschickst. Kannst du ihn irgendwo hochladen? Kannst du das? Mediafire oder sowas? Wäre geil. Dann spielen wir das gleich. So, weil ich habe ja den Stream angefangen unter Versprechung, ich spiele diesen super coolen Hack weiter. So, den habe ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde gespielt, wenn überhaupt. Ich glaube sogar noch weniger. Habe dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, das ist voll doof. Ich habe das ja irgendwie schon mal durchgespielt und trotzdem nicht gespeichert. Anscheinend. Das heißt, ich versuche das jetzt durch andere Sachen zu ersetzen. Also andere Mario-Hack. Spaßdinger. Ja, mit Dropbox. Ja, alles gut. Was ist Dropbox für eine Seite? Ist das? Ja, okay. Wahrscheinlich werde ich mir das da runterladen können. Nur, es gibt Webseiten. Also, wenn man nicht manchmal Sachen runterladen will, meistens Sachen, die nicht erlaubt sind, weil man dafür eigentlich Geld zahlen muss. Das heißt, ihr zahlt auch brav Geld dafür. Dann sind da manchmal Leute, die laden das auf echt Seiten hoch, wo du die eigentlich gar nicht runterladen kannst. Da kannst du ja Viren runterladen. Das ja. Weil du willst ja keine Musik runterladen, die mit .exe endet. Also wenn man wenigstens im Funken über Computer weiß, dann weiß man, diese Dateien dürftest du ja nicht runterladen. Mache ich ja natürlich auch nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich gar keinen Computer mehr. So. Ich will aber nicht ohne Yoshi weitergehen. Ich nehme Anlauf und fliege da hoch. So, seht ihr, es geht auch. Er ist Super Luigi Lost Island. Okay, Leute, sobald der Hack gleich hier vorbei ist, und der dauert ja nicht lange, spielen wir Super Luigi Lost Island. So, du musst dich aber darauf gefasst machen, dass Kritik kommt von mir. So, ich bin jetzt kein böser Herr DK, der sagt, du bist scheiße, du bist nichts wert. Aber ich habe viele Mario Hacks gespielt, deswegen habe ich auch so ein bisschen ein Auge dafür. Ich habe selber keinen Plan, wie ich welche baue. Okay, ich kenne Lunar Magic und solche Programme. Aber ich sag dir das als gute Tipps, ja? Du musst das wirklich zu Herzen nehmen, wenn ich dir irgendwelche Kritik dann sage. Es kann ja auch positive Kritik sein, so, aber
Wenn ich sage, ja, das ist so, hätte es so irgendwie cooler machen können. Achso, du sagst auch, bewerte ihn. Also, sage ich schon mal voraus, alles, was ich sage, ist auf keinen Fall böse gemeint. Ich bin dein Freund. Du weißt das. Und wenn ich könnte, würde ich auch zusammen mit dir in eine Klasse gehen und, weiß ich nicht, solche Sachen machen. Ja, bedenke, es ist mein erster, ja, mache ich. Werde ich auf jeden Fall, bedenke ich, meine ich, auf jeden Fall. So, ihr merkt vielleicht, ich bin ungeduldig, was diese Dinge betrifft. Zum Glück ist es ja vorbei. So. Kein Ding. Also ich habe dir jetzt vielleicht ein bisschen Angst eingeredet, nein. Aber einfach keine Angst. Werden wir schon sehen. Ich meine, gut. Ich meine, über diesen Hack sage ich auch nichts. Aber da ist ja auch der Hackersteller nicht hier im Chat dabei. Deswegen brauche ich auch nichts dazu sagen. Ist ja einfach lalala, alles schön. Es ist ja von Nintendo. Es ist ein Super Mario World Download Content. Es ist ein DLC. Und es ist offiziell von Nintendo erschienen. Damals. Nur damals wurden die DLCs noch nicht erfunden. Das heißt, man musste es erst später rausbringen. So ist die Story. So, und ich spiele natürlich die Levels respektvoll, wie sie gebaut wurden. Nämlich, dass ich durch alles einfach durchfliege. Okay, durchfliegen heißt, ich fliege einfach hoch und man sieht gar nichts. Das heißt, ich mache hier sogar auch alles ganz okay. Ich bin überlegen, ob ich Toho Mario spielen soll. Ja, mach das. Guck mal, du hast so viel Spaß dran. Spiel es. Moment. Kann ich da nicht irgendwie rein? Nein, anscheinend nicht. Ok. Tschö mit Öje, Kids. Und wir... Oh, scheiße, das Viech, mein Yoshi. Oh. Das war's. Kein Yoshi mehr. Gute Nacht. Okay, nächstes Level. Cinnamon Fortress. So, okay, der Chat besteht momentan echt nur aus euch beiden, aber was ich euch ans Herz legen kann, ist verbreitet es. Verbreitet diesen Stream. Sagt euren Freunden, ihr habt alle Freunde, und sagt denen, ey Leute, ich gucke immer so einen coolen Typen. Na, vielleicht ist er nicht so cool, aber es ist ein Typ und der streamt. Und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas fasziniert und fesselt mich, dass ich das mir angucke und da auch Sachen in den Chat schreibe und sowas. Finde ich total toll. Na gut, ich will euch jetzt natürlich auch nicht alle zwingen zu schreiben. Wahrscheinlich ein paar von euch haben auch gar keine Accounts, sondern gucken sich das einfach nur an. Ihr müsst nicht schreiben. So, ich will ja gar keinen Druck machen, auf keinen Fall. Aber denkt euch so, ja, der Typ ist eigentlich voll die Bombe. Meine Freunde müssen eigentlich auch von dem irgendwie mal wissen. Es ist ja schade, dass ich ja, dass wir nicht so zusammen drüber reden können im offenen Pausenhof so, ne? Dann könnt ihr einfach mal ins Herz legen, ja Leute, guckt euch auch mal diesen Stream an. Habt Spaß damit. Gut, die meisten werden sagen, das ist voll der Idiot, aber die kennen mich nicht. So, wir machen erstmal die Viecher kaputt. Könnt ihr, ach fuck, war das jetzt echt meine beste Idee, das zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, das überlebe ich hier gar nicht mehr. So, zack, 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 zack. Was machen wir jetzt? Gut, ey, das ist das Beste, was hätte passieren können, ganz ehrlich. Oh, fuck, nein, ich bin tot. Es war trotzdem das Beste. Ich hatte keinen Midway-Point, nee, ne? Ich glaube, das ist das letzte Level. Kein Druck, aber jeder muss davon gehört haben. Richtig. Ach, fuck, jetzt habe ich... Oh, Mann. Ich hätte zwei Pilze haben können. Du bist mein Lieblings-YouTuber aller Zeiten. Oh, das ist deep. Nicht Waititi oder Iblali oder... Ape Crime oder wie die momentan da alle auf dem Führungsmarkt heißen. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie mit denen allen nichts anfangen. Ich finde, der Humor ist ein bisschen stumpf. Mein Humor ist so ausgeprägt, dass wir... Oh, Penis, ficken, Fotze, ey. Okay. Oh gut. Gut. Das schaffen wir. Wäre natürlich cool, wenn ich ein Cape hätte. Aber ohne geht's auch. Ohne geht's auch, denn ich bin Super Mario. Oh. Ach scheiße, das war's mit meinem Power-Up. Ich bin gerade am überlegen. So, nehme ich meinen... Einer meiner besten Kumpels, der Marlon, hat ja heute Geburtstag. So, und ich überlege, wie ich das irgendwie ihm sagen könnte, aber euch irgendwie damit einbeteiligen kann, dass ihr irgendwie dem auch schreiben könnt. Er müsste ja irgendwie hier sein, aber er ist nicht hier. So, ich überleg. Oh fuck, ich bin schon wieder tot.
Mensch, schade. Ich will jetzt irgendwie das Level mal schaffen. Okay, warte, wir machen das jetzt ganz geschickt. Wir nehmen erst ein Item und dann nehmen wir das zweite Item. Ich habe extra das rechte zuerst genommen, weil ich dann ein Cape bekomme. So, ja, sie werden alle anders, wenn sie Partner sind. Ich weiß nicht. Ich habe letztens irgendein Video von irgendeinem Typen gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und der hat irgendwie gesagt, der hat irgendwie, ich weiß gar nicht, der hat voll die interessanten Sachen erzählt. Der meint irgendwie so, ja, keine Ahnung, die müssen ja ihre Zuschauermasse erweitern. Sie wollen ja auch davon leben, kann man ja verstehen, wenn man Vollzeit-YouTuber ist. Und dann gehören halt solche Sachen dazu. Thumbnails mit Titten drauf. Titel, die nur draus bestehen. Weiß ich nicht. Irgendwas, was groß geschrieben ist und Aufmerksamkeit an sich zieht, auch wenn das im Video selbst gar nicht vorkommt. Gut, in meinem neuesten Video, was ich hochgeladen habe, nämlich der Stream ist online, habe ich es ja, glaube ich, kaum anders gemacht. Gut, das Thema ist vielleicht getroffen, aber alles in Caps Lock geschrieben. So, und die müssen halt irgendwie versuchen, ihre Masse anzuwerben. So, und da irgendwie YouTube, weiß ich nicht, halt aus Jugendlichen größtenteils besteht, die so einen Humor auch cool finden. Ist das halt einfach das Schlauste, was sie halt machen können. Gut, vielleicht verlieren die Leute dadurch ihre Persönlichkeit oder das, was sie damals ausgemacht hat. Ist natürlich schade, aber was willst du machen, wenn du davon lebst? Wobei es jetzt mehr so klingt, als würde ich ihn in Schutz nehmen. So Mediakraft und die ganzen Leute. Marco hat sich verändert. Ja, ich bin ja YouTube-Partner, nur ich mache keine Kohle damit. Das Einzige, was ich hochlade, sind Nintendo-Videos und die wurden seit einigen Monaten alle nicht gesperrt, aber der Content... Oh, fuck, das... Mann! Der Content wird von Nintendo an sich beansprucht. Das heißt, sie sagen, okay, wir wissen, du lädst Sachen hoch von unserem Spiel. Das mögen wir eigentlich irgendwie nicht so, glaube ich. Wir machen das so, du darfst das Video immer noch ausstrahlen, aber Geld darfst du damit nicht machen. Das heißt, ich habe auch momentan, da ich weiß nicht, bei alten Nintendo-Spielen Mario Tags wäre es jetzt nicht so, aber so, ich spiele jetzt momentan Mario 3D Land und New Super Mario Bros. U. Also top aktuelle Nintendo Mario-Spiele. Und da nimmt sich Nintendo halt nix. Weil, eher gesagt, die nehmen sich ja alles. Die nehmen sich ja wirklich alles von. Das heißt, ich mache wirklich, auch wenn ich als Partner dastehe, was momentan auch gar keine Bedeutung mehr hatte. Das, früher hattest du viel mehr individuelle Optionen, wenn du Partner warst. Das haben die jetzt alles weggemacht. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, ich bin YouTube-Partner. Aber wen zur Hölle interessiert's? Es macht keinen Unterschied. Und ich mache auch keine Kohle damit. So, ich weiß nicht. Ich mag Nintendo. Ja, ich mag auch Nintendo. Ich weiß gar nicht. Das sind nur echt ein paar blöde Sachen. Ich glaube, die ja gerade momentan im Umlauf sind. Ich muss gucken. Aber ich weiß gar nicht, wie lange ich überhaupt noch YouTube-Videos mache. Das sag ich jetzt einfach mal. Oh, fuck, ich bin wieder klein, ne? Okay, Flamme, komm. Ich habe auch jetzt nicht mehr ewig vor, Videos auf YouTube zu machen, muss ich ehrlich zugeben. Ach du Scheiße, ich habe nicht auf dieses Ding geachtet. Oh. Ich mag das Level nicht, nicht mehr. Ach na, ach komm, ganz ehrlich, tschüss. So, ich hatte eigentlich schon vor, also Videos auf YouTube weniger, Streams auf Twitch TV höher. Also wenn ich bald wirklich eine gute Leitung bekommen sollte und wirklich auch gut streamen kann und ich auch ein bisschen vielleicht Spiele streamen kann, die nicht so Popelgrafik haben, dann hätte ich irgendwie schon Lust, mehr Livestreams zu machen. So, das Problem natürlich ist nur, man braucht auch Zuschauer für so einen Stream. Ich brauche deine Marek. Okay, nein, nein, nein. Ich habe wieder Chat gelesen. Was? Ich habe vorgespult. Fuck. Ich habe auf Vorsprung gedrückt. Bin dadurch gestorben. Ich brauche deine Mario X, weil ich selber Mario einfach schlecht bin. Ach, das tut mir leid. Musste üben. Üben, üben, üben. Kennt ihr das von der Schule, wenn die gesagt haben, einen Tag vor der Arbeit, so vor der
Nee, sagen wir Sprache. Habt bei euch in der Grundschule, haben die es auch damals Deutsch, haben die damals auch Sprache genannt? Bei uns haben die gesagt Sprache. Sondern, okay, Kinder, eure Hausaufgabe für die Sprachearbeit morgen ist üben, üben, üben. Immer. Und dann so, ja, okay. So, oh, da kommt jetzt ein langer Text. So, aber ich will ihn lesen, aber wenn ich ihn lese, sterbe ich. Ich müsste mehr Rollenspiele spielen, dann könnte ich auch locker alles lesen. Wobei, es kommt ja nicht so viel auf einmal, deswegen... Ich habe noch genug Zuschauer, dass ich Jump'n'Run spielen kann und gleichzeitig... Habe ich was verpasst? Okay, das könnte ich jetzt noch schnell lesen. So, von Chris Sello. Allein schon, weil ich Chris Sello gelesen habe, bin ich jetzt schon getroffen worden. So, deinen Text lese ich mir gleich durch. So, habe ich was verpasst? Ja, du hast wirklich was verpasst, Mann. Ich habe eben so ein Mario Egg gespielt. Boah, der war so geil. Weißt du, was da passiert ist? Ey, das glaubst du mir gar nicht, Mann. Boah, ich habe den durchgespielt und dann habe ich so einen Download-Code bekommen. Ja, und was war da drin? Ein Code für... ein Download-Code für... Ach du Scheiße. Für Super Mario 3D World. Gratis. So, und dann, da ich ja das Spiel schon habe, ich besitze das Spiel schon, Super Mario 3D World, habe ich gefragt, ja, Community, einer von euch, will das nicht einer von euch geschenkt haben? Aber alle meinten, ja, ich habe keine... Okay, hast du eine Wii U? Da kommt es nämlich an. Nee, sagen wir PC. Ach, scheiße. Nein, dann hat einer gesagt, ja, will man das Spiel haben? Alle meinten, nein. Dann habe ich den Download-Code verbrannt. Weil ihn ja keiner haben wollte. Du wolltest ihn bestimmt haben. Nein, wolltest du nicht. Ich habe ein blödes Beispiel genommen. Ich hätte irgendwas nehmen sollen... Ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten von euch eh keine Wii U haben, deswegen ist das blöd. Okay, ich nehme das. Boah, scheiße. Ach, seid alle ruhig, ganz ehrlich. Ihr seid kein Stück besser. Ihr seid kein Stück besser als ich, das wisst ihr. Das ist mir zu behindert. So. Geschafft. Ich habe das Spiel durchgespielt. Hey, cool. Ich bin echt cool. Super. Irgendwie mag ich das Spiel gar nicht mehr. Toll. Ich habe es durchgespielt. So, jetzt dein... ich brauche jetzt deinen Hack. Luigi-Fan. Muss mir den Link schicken.